wenn ihr das seht, ich finde die richtig geil. Auch unten hier mit dem Bugspoiler. Aber bisschen enttäuscht war ich von vorne. Peace Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe wie immer, euch geht's gut da draußen. Und ja, die Leute, die mein letztes Video gesehen haben, ja, da ging es ja um ein bisschen ernsteres Thema. Und da erstmal fetten Dank an dich, Christian. Also du weißt schon, wer gemeint ist, der unter meinem letzten Video kommentiert hat. Du hast recht, mich einfach mehr ein bisschen mit Leuten in Verbindung zu setzen, die so ein bisschen mehr Reichweite haben, um mich auch ein bisschen größer zu machen oder mehr Reichweite zu finden oder wie man da sagt. Und ja, ich habe ein paar Connections, mit denen werde ich jetzt auch aktiver schreiben. Aber Info an euch, ich werde weitermachen auf dem Kanal, sowohl auch auf meinem anderen Kanal. Ich werde wieder hier Vlogs bringen von Musik und Motorradfahren, so wie jetzt gerade. Und ja, wie gesagt, das ist mir ja schon länger jetzt im Kopf rumgeschwirrt, ob ich aufhören soll oder nicht. Aber ich habe wirklich so Bock drauf und ich werde jetzt auch viel aktiver unterwegs sein. Das heißt, ich werde unter der Woche viele Motorradvlogs bringen. Ich versuche vielleicht jeden zweiten Tag einen rauszuhauen für euch und für mich auch selber, weil ich einfach bei so einem Wetter echt so gerne draußen unterwegs sein will und nicht drinnen in der Bude sitzen will. Und ja, also für die Leute, die eigentlich hier hauptsächlich auf meinem Kanal gekommen sind wegen der Musik, keine Angst Leute, Musik wird auf jeden Fall kommen. Ich habe auch schon etliche Projekte mir notiert, was ich machen will. Es wird auch jetzt so Richtung Schiene von Musikproduktion gehen. Das heißt, dass ihr mal ein bisschen so lernen könnt oder sehen könnt, wie ich zum Beispiel meine Musik produziere, wie das alles funktioniert, mit was ich arbeite, welches Programm ich benutze und. Also Musik wird kommen, aber jetzt will ich erstmal hauptsächlich ein paar Motorvlogs machen, weil ich, wie gesagt, einfach das Wetter ausnutzen will und nicht irgendwie drin rumgammeln will. Und genau, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jetzt mal ein Tag ist, wo... Hey, aufpassen, Maria. Wo scheiß Wetter ist, ich glaube, am Wochenende wird es auch nicht gerade so schön, dann werde ich wahrscheinlich irgendwas mit Musik wieder machen. Seid auf jeden Fall gespannt. Und sonst, genau, heute wollte ich euch mal kurz so zeigen, was ich denn an meiner Maschine umgebaut habe, weil ich auch, weil ich auch Nachrichten bekommen habe, wo mich Leute gefragt haben, hey, was hast du da dran gebaut, was hast du umgebaut und kannst du das nicht mal vorstellen? Und das werde ich jetzt auch machen, weil so wie sie jetzt ist, ist sie nicht mehr standardmäßig. Das heißt, hier wurde schon einiges gemacht. Was heißt einiges, aber etliches umgebaut, verbessert, verschönert. Und jetzt suche ich mir mal einen Platz, um euch mal so die Maschine auch von vorne zu zeigen, wie die aussieht. Und werde ich euch mal erklären, was ich so Neues umgebaut habe. Wie gesagt, es werden auf jeden Fall viele Vlogs kommen. Ich habe so Bock jetzt drauf, weil ich weiß nicht, einfach, wahrscheinlich hat mir einfach so ein kleiner Arschtritt mal gefehlt oder einfach mal so eine Meinung von außen, wie der Christian mir zum Beispiel geschrieben hat. Und das fand ich wirklich geil. Du hast da vollkommen recht. Ich werde es auch versuchen, richtig umzusetzen. Aber ihr wisst ja selber zum Beispiel, wenn du als kleiner YouTuber oder wie ich jetzt als kleiner YouTuber irgendwie einen größeren YouTuber anschreibst, bekommst du ungefähr zu 99,9% keine Rückmeldung, keine Antwort. Deswegen habe ich auch ein paar Kanäle gefunden, die sind so groß wie ich, beziehungsweise schon mehr Abonnenten oder so oder mehr Aufrufe. Und ich habe auch schon mit etlichen, oder was heißt mit etlichen, eigentlich habe ich bis jetzt nur mit einem einen Mix aufgenommen, den kann ich euch gerne mal unten verlinken. Und ja, auf jeden Fall, die Leute, die wie gesagt Bock auf Musik haben, es wird was kommen, es wird viel kommen. Aber jetzt werden erstmal ein paar Motorvlogs gemacht, weil Leute, zieht euch das einfach rein. Es ist einfach so geiles Wetter und das will ich natürlich einfach ausnutzen, weil
ja, ich weiß nicht, wie lange das noch so bleibt und der Winter ist schnell wieder da, deswegen, ja, einfach schöne Runde oder schöne Abendrunde machen und ja, werde das alles mal filmen, weil ich zeige euch mal Orte, weil ich kann euch mal sagen, wo ich wohne, also den Ort will ich jetzt nicht unbedingt verraten, so, aber ich wohne in Bayern und die Leute, die sich ein bisschen in Bayern auskennen, die wissen, dass es hier Orte gibt, also ich wollte schon Flecke sagen, wo es Orte gibt, wo man so selten sieht, wenn man in der Großstadt zum Beispiel wohnt. Das heißt, man müsste aus der Großstadt erstmal raus und jetzt, Kollege, gib mal Gas, du hast einen BMW, hier ist 100 und er fährt halt einfach 60. Mein Gott. Nee, und es gibt halt einfach hier Orte, wo ich euch ein bisschen zeigen will, wo es geile Locations gibt, wo es eine super Aussicht gibt und ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal ein kleines Plätzchen suchen. Ich habe sogar meine Kamera dabei im Rucksack hinten und werde noch ein paar Bilder machen von meiner Maschine, von der Landschaft und so weiter. Das heißt, die Leute, die Bock haben, die Bilder zu sehen oder generell mal zu wissen, was ich so täglich mache, checkt mein Instagram-Profil ab. Ich verlinke es euch nochmal, ich blende es euch hier auch nochmal ein. Wenn es euch interessiert, gerne draufklicken, mir followen, also folgen. Würde mich auf jeden Fall freuen, weil dann könnt ihr immer so sehen, was ich so außer Motorradfahren und Musik noch so mache. Meistens fotografiere ich zwar mein Studio oder mich beim Motorradfahren oder Leute vom Motorradfahren. Aber gerne mal abchecken, wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Und jetzt rede ich nicht länger, ich suche jetzt einen geilen Platz und dann erzähle ich euch ein bisschen was hier so von meiner Maschine. So Leute, ich habe einen Platz gefunden, ich war hier selber auch noch nie, ich hoffe jetzt kommen nicht hier irgendwie Haufen Touristen oder so oder irgendwelche Menschen, aber ich erzähle euch jetzt mal so, was ich so umgebaut habe an der Maschine und zwar wie ihr das jetzt hier so sehen könnt, die ist in der Yoshimura Edition, das heißt sie ist komplett in Rot, normalerweise gibt es noch andere Farben, aber ich habe sie so gefunden im Internet, habe sie gleich gesagt oder habe gleich zum Händler gesagt, hey, ich finde die richtig geil, lass mich Probe fahren und hat mir einfach von vornherein so getaugt, dass ich gesagt habe, komm, die nimmst du als erste Maschine, weil ich hatte damals keinen 125er Schein oder so, sondern ich hatte einfach ja gleich den großen und das war einfach meine erste Maschine, beziehungsweise habe sie auf Mobile gleich gesehen und war einfach ja sofort überrascht, verliebt, was weiß ich. Ich fand die richtig geil. Gut, ich habe es jetzt schon über 2 Jahre. Auf jeden Fall will ich euch kurz sagen, ich habe jetzt hier einiges verändert. Also der Sitz und hier alles so gehört so. Der war standardmäßig dabei. Dieses Klebepad auch. Jetzt kommt, glaube ich, der Bauer, oder? Das wäre es ja jetzt. Nee. Auf jeden Fall, was anders ist, sind zum Beispiel die Auspüffe. Gut, die sehen jetzt nicht mehr schön aus, aber die ist von Yoshimura. Das heißt, meine ist auch so eine Yoshimura Edition, deswegen sind die Auspüffe neu oder anders wie die standardmäßigen. Ich habe rote Felgen mit schwarzen Felgenaufkleber. Gut, die wurden vom Händler selber drauf gemacht. Sonst kurzes Windschild war dabei, also das ist bei dieser Edition dabei. Und Haufen Dreck, gut, der gehört nicht dazu. Dann die roten Dinger, Schrauben, wie auch hier, wenn ihr sehen könnt, sind halt hier so rote Schrauben, normalerweise sind die, glaube ich, Silber oder so. Dann hatte ich hier so Sturzpads, das heißt, wenn sie mir irgendwie umfällt oder so, wird halt das als erstes beschädigt. Habe ich mir gleich abgemacht. Nee, Schmarrn, das war hier. Hier drin, genau. Das heißt, dass hier das Metall nicht beschädigt wird, aber ich fand es nicht schön, weil die waren in rosa und das passt einfach null dazu. Hier kann man es nochmal sehen, Yoshimura Edition. Wie gesagt, was neu ist, war auf jeden Fall das erste, was ich verändert habe, war der Lenker. Weil ich hatte so einen abnormal hässlichen Lenker, der hat mir überhaupt nicht getaugt. Den habe ich gleich ersetzt, beziehungsweise eigentlich ein Jahr später erst, wo ich dann richtig aktiv gefahren bin, weil am Anfang war ich noch ein bisschen unsicher. Wusste ich nicht, ob ich die behalte oder was weiß ich. Ich habe ihn, wie gesagt, erst nach einem Jahr umgebaut.
Ich verlinke euch mal die Seiten, wo ich meine Sachen bestellt habe, weil das war einmal Moteer und einmal Polo Motorrad. Ich mache keine Werbung für die, ich will sie euch nur so vorschlagen, weil die haben so ein Suchprogramm eigentlich, kann man da sagen, wo ihr eure Maschine eingibt, also zum Beispiel jetzt wie ich, Suzuki GSR 600, dann werden euch alle Teile, was sie haben auf Lager, werden euch vorgeschlagen und die könnt ihr dann nochmal unterteilen wie Auspuff, Lenker, Spiegel und so weiter. Gut, bei manchen Sachen, bei Spiegel, wenn man andrückt, kommen irgendwelche Adapter, finde ich ein bisschen komisch gemacht, und wenig Spiegel zum Beispiel sind bei Motea zur Auswahl, aber dafür gibt es ja dann auch noch Google, könnt ihr auch benutzen, aber wie gesagt, der Lenker habe ich neu gemacht, ist von der Marke ABM, nicht eintragungspflichtig, soweit ich weiß, bloß sie haben halt da geschrieben, dass es ein E-Prüfzeichen hat. Ihr könnt es mich gerne verbessern in den Kommentaren, wenn ich irgendwas Falsches sage. Auf jeden Fall Lenker neu gemacht, schöner Sportlenker, schön breit, war ein bisschen Gefusel. Ich habe zum Glück gehabt, da ich keine Erhöhung mehr gebraucht habe, also mir reicht es hier so von der Tiefe auch. Weil sonst hätte ich hier so einen Adapter gebraucht und der wäre, glaube ich, nochmal an die 100 Euro hätte der gekostet und das war einfach abnormal für so eine bisschen Erhöhung. Aber ich hatte Glück, der passt mir perfekt so von der Höhe, von der Breite. Und zudem habe ich dann gleich gesagt, komm, wenn ich schon den Lenker umbaue, widme ich auch gleich neuen Kupplungshebel, weil meine waren Silber. Ich kann euch mal ein Bild jetzt einblenden, wie sie ungefähr davor aussah. Und jetzt habe ich mir einfach die vom V-Track habe ich mir bei, lasst mich lügen, bei Motea, glaube ich, bestellt. Waren auch noch im Angebot. Also wirklich, man bekommt für das Geld eine Bombenqualität. Also man hat hier zum Beispiel die Verstellungen, also wie weit man die Kupplung oder Bremshebel entfernt haben will vom Griff. Ich habe es jetzt hier auf, was habe ich, 1, genau, was mir so am besten taugt. Und ja, die sind auch noch mal so beweglich, also falls was ist, kann man die auch noch mal so nach vorne bewegen. Aber ich finde sie halt optisch von der Qualität her echt böse und richtig geil. Und das Rot hier passt ungefähr so halb zu den Felgen, also ist auch so eluxiert. Und dann könnt ihr gleich nebendran noch sehen, meine Hebel bzw. meine Griffe. Das war mega ein Gefusel, die irgendwie da festzukriegen, weil der Lenker hat einen Durchmesser, Außendurchmesser, Innendurchmesser von 2,2 und Innendurchmesser von 1,2 und mir haben die am Anfang irgendwie überhaupt nicht, also haben überhaupt nicht drauf gepasst, bisschen Gefusel mit meinem Vater irgendwie zusammen haben wir das dann drauf gemacht. Der einfachste Trick war zum Beispiel auf der Seite, war, weil ich hier noch so ein Plastik Ring drüber hatte, oder also auf dem Lenker, dass dieser alte Griff von mir nicht rutscht. Den musste ich abschleifen komplett und musste den so drüber stulpen. Deswegen sieht man auch hier noch, dass da noch etliches, also nicht perfektes, aber ich finde, das sieht fast keiner. Und hier sieht man zum Beispiel noch, dass dieser Abstand ist. Das liegt halt daran, weil meine alten Griffe gingen über das Plastik und der geht halt nur ans Plastik. Und ja, einfachster Trick, wenn ihr wissen wollt, zum Beispiel, wenn ihr den Lenker dran machen wollt, da gibt es nur einen Trick, den habe ich so gemacht. Nimmt ein bisschen Bril, schmiert dabei den Lenker ein bisschen ein und schon habt ihr oder kriegt ihr es viel einfacher drauf, als wie wenn ihr einfach das so drauf schieben wollt, weil Gummi und Metall, gut, ihr kennt es ja, ein bisschen knifflig. Genau, sonst habe ich noch nichts verändert, oder? Nee. Was ich hier machen werde, weil viele haben ja so ein Gegen... Wie sagt man da? So ein Adapter gibt es ja noch hier zum Reinstecken. Habe ich mir jetzt freigelassen, weil ich mir neue Spiegel hole. Das heißt, ich werde mir die hier an der Seite hinmachen. Kommt aber dann auch noch ein Video. Und sonst, ja, finde ich sie eigentlich optisch als erste Maschine richtig fett. Ich finde sie halt von der Seite richtig geil. Also, wenn ihr das seht, ich finde die richtig geil. Auch unten hier mit dem Bugspoiler. Aber... bisschen enttäuscht war ich von vorne, wenn ihr das mal seht. Ja, da sieht es mir einfach hier an der Seite, ist ein bisschen zu breit, wo die Blinker sind. Ist eigentlich auch geil gemacht. Da gibt es nämlich noch so schwarz getönte Blinker, die werde ich mir vielleicht auch noch bestellen. Und ja, hier könnt ihr ungefähr hier mein Outfit sehen, mit was ich fahre.
eigentlich total unsicher, also keine Protektoren oder so, eigentlich totaler Schwachsinn, das heißt, wenn mir was passiert, ja, Eigenverschuldung, sag ich da mal. Nee, auf jeden Fall finde ich sie von vorne jetzt nicht so schön, außer das kurze Visier, da gibt es standardmäßig auch immer das lange bis hier hoch, das finde ich ja mega ätzend, deswegen war von vornherein schon so eins da und das ist immer cool, wenn die Sonne so ein bisschen drauf scheint, verändert sich auch immer ein bisschen die Farbe. Also jetzt ist dunkellila, wenn es drauf scheint, ein bisschen hell. Also haben sie auch geil gemacht. Und diese Stoßdämpfer hier vorne finde ich jetzt auch nicht so in Silber passend. Aber ich werde jetzt nicht mehr allzu viel Geld reinstecken, weil ich mir nächstes Jahr eine neue holen werde. Ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer dass hier, finde ich auch noch schön gemacht, so ein bisschen Carbon-Optik war noch standardmäßig dabei. Und hier geht mir jetzt leider schon dieser Tankschutz ab. Aber den werde ich wahrscheinlich auch noch einen neuen bestellen. Ich finde den halt so cool, weil da GSR draufsteht. Passt zur Maschine. War schon drauf. Und hier immer schön drauf achten, Leute, beim Kauf. Habe ich nicht drauf geachtet. Hier im Sitz vermutlich anscheinend so ein Brandfleck. Aber mal, stört mich jetzt nicht weiter. Ja, das war auf jeden Fall jetzt mal so kurzes Update zu meiner Maschine. Ich finde sie richtig geil. Taugt mir richtig als erste Maschine. 98 PS, 600 Kubik. Ich verlinke sie euch nochmal unten. Könnt ihr selber die Daten nochmal durchlesen. Das heißt, wenn ihr eine günstige sucht. Wie gesagt, ist zwar ein Vierzylinder, aber ich werde mir auf jeden Fall als nächstes drei oder zwei Zylinder holen, weil die einfach giftiger sind. Und genau, aber für die erste Maschine finde ich sie echt top. Von der Seite sieht es jetzt wieder nicht so schön aus. Es gibt halt immer Tage, wo ich sie geil finde und dann gibt es halt Tage, wo ich denke so, ich will sie verkaufen. Also von der Perspektive finde ich sie mega. Allein mit dem schwarzen Griff und mit dem schwarzen Lenker und den Griffen kann man nichts sagen. Genau, Leute, das war es eigentlich so. Kurzer Vlog, Umbau, was ich gemacht habe. Ich werde jetzt noch ein paar Bilder hier machen. Hier könnt ihr ein bisschen sehen, wo ich bin. Ich sage ja, viel Natur haben wir hier. Und gerne auf Instagram vorbeischauen. Checkt meine Bilder ab. Folgt mir, wenn ihr Bock habt. Und da würde ich mich verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Produkte verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Die Lenker und so, die passen eigentlich auf jedes Moped. Und in diesem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben fürs Video, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Peace.